Bin ich faul, weil ich Vorlagen benutze? Wir finden es heraus nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Heute geht es um Vorlagen benutzen. Also, oder Presets oder Presets oder wie man es auch immer benutzen nennen möchte. Das gibt es ja in ganz, ganz, ganz vielen Ausprägungen und Funktionen und eigentlich in allen Bereichen. Wir versuchen heute mal anhand von Fotos, versuche ich euch mal zu erklären, was ich davon halte und wie ich das finde und vielleicht gut oder schlecht finde. Okay, cool. Also, in der Fotografie gibt es, vor allem wenn man mit RAW fotografiert, in Lightroom Presets, also Vorlagen, die schon eine gewisse Lichtstimmung erzeugen oder die Farbanpassungen machen etc. Das gibt es in Photoshop auch, beziehungsweise in Kamera RAW, also wenn man RAW-Bilder hat, kann man die damit halt besser bearbeiten. Und es gibt einige Menschen auf dieser Welt, die sagen, das ist so für Faule. Die laden ihre Fotos in Lightroom rein, klicken einfach auf diese Vorlage, dann wird alles angepasst und dann ist das Foto fertig. Jein. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die ganz viel Geld dafür nehmen und es dann so machen. Aber die meisten nicht. Die meisten wissen oder benutzen sie auf die Art, wie ich sie benutze, nehme ich einmal mal an. Und das gibt es quasi beim Film auch. Beim Film kann man damit Lichtstimmung etc. anpassen. Aber wir konzentrieren uns heute auf Fotos. So. Prinzipiell finde ich es keine Abkürzung oder kein Faulsein in dem Sinne, weil ich diese Presets, Vorlagen, wie man auch sie nennen möchte, als Ausgangsbasis nehme. So, was ich damit meine, zeige ich euch am besten jetzt in meinem PC hier, wo ich sitze. Deswegen auch hier mein Studio, mein neuer Schreibtisch in der neuen Wohnung hier mit Regalen, die noch viel zu leer sind. Aber sieht das nicht cool aus? Geschenkt bekommen? Cool, ne? Und viel zu leer noch alles und muss alles noch ausgebaut werden. Aber ich dachte mir, ich mache mal dieses Setup hier, dann kann ich euch nämlich direkt am PC zeigen, was ich meine. Coole Idee, coole Idee. Also auf in den PC. Und da sind wir auch schon. Ich habe jetzt mal Bilder von dem letzten Shooting mit der wundervollen Jennifer Grimm. Und wir machen mal hier so ein RAW-Bild auf. Wenn man ein Bild in Photoshop öffnet, dann geht als erstes Kamera RAW auf. Das heißt, das Bild, man hat die Möglichkeiten, das Bild so zu bearbeiten, wie es halt Grundeinstellungen zum Beispiel. Man kann die Belichtung anpassen. Man kann, also für all die, die das nicht kennen, sorry, aber ein paar Grundlagen sollte man schon wissen, damit man weiß, wofür Vorlagen da sind. Man kann die Lichter ein bisschen runtersetzen, so haut nicht so schön. Nehmen wir mal lieber so. Man kann Struktur ein bisschen rausnehmen, dann wird es ein bisschen sanfter, Dunst, auch ein bisschen so. Die Sättigung ein bisschen runter, nee, sieht so blass aus, ein bisschen hoch, dann kommen die roten Haare schöner raus. So, vom Prinzip her, da gibt es ja Gradationskurven, gibt es ganz viele Rädchen, an denen man drehen kann. Die gibt es in Kamera RAW, die gibt es in Lightroom, egal. So, was es in beiden auch gibt, sind hier oben Vorgaben. Vorgaben bedeutet, es haben sich Leute hingesetzt und haben diese ganzen Sachen einmal durchgedingert und dann als Vorlage abgespeichert. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf eine Vorlage mal drauf gehe, sehen wir quasi am Live-Bild, was passiert. So, also alles, was man jetzt hier sieht, könnte man mit diesen Reglern selber tun. Von daher sagen halt viele Abkürzungen bzw. vielleicht ein bisschen was für Faule. Allerdings
sehe ich das ein bisschen anders. Ich mache mal hier ganz kurz. Ich habe hier ganz viele mit den Jahren zusammengesucht und wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich euch mal auch mal welche genauer vorstellen oder auch zeigen, wie solche Vorgaben erstellt werden. Also wenn ihr quasi Bilder erstellt oder bearbeitet, könnt ihr dann euch eure eigenen Vorgaben abspeichern und fürs nächste Mal dann einfach anwenden. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass man faul ist, sondern dass man einfach Arbeiten, die man fünfmal hintereinander sonst macht, spart und erleichtert. So. Ich habe hier meine Favoriten, zum Beispiel den Wedding-Stil. Das ist sehr, sehr gesättigt. Wenn man jetzt hier den Vergleich. Krasse Farben, sehr weich alles, strahlt. Das Grün ist echt mega hart. Wir haben ein schönes Schwarz-Weiß, wir haben hier so ein bisschen Porträt und Hardstroke zum Beispiel, wir haben Tiefgrün, wir haben ein bisschen Cinematic, aber Tarte ist nochmal ein bisschen härter, ist für die Haut vielleicht nicht so schön. Dieses Rose, das sieht auch cool aus. Was ich mache oder wie ich sowas benutze, ich gucke mir das hier so ein bisschen an, so meine Vorgaben oder überlege mir vorher mal ein Bild, vielleicht hätte ich es gerne in Schwarz-Weiß und vielleicht lieber Hardstroke. Das gefällt mir im Grunde schon ganz gut. Ich mag dieses bisschen dumpfere Grün und das passt gut zu dem Rot und die Haare kommen gut raus. Dann mache ich das. Wenn ich es anklicke, dann sind alle Vorgaben, die wir hier vorne haben, quasi angepasst. So, was ich jetzt tue, ist damit arbeiten. Das heißt, ich nehme das. Das gibt so ein bisschen die Richtung vor, wie ich es gerne hätte, aber ich will zum Beispiel die Lichter ein bisschen mehr raus haben, weil ich es gerne habe, wenn ein bisschen heller ist. Kontrast ein bisschen mehr vielleicht. Ich packe das Weiß ein bisschen mehr an. Struktur ist eigentlich schon gut so. Sättigung vielleicht nicht ganz so viel raus. Man kann dann quasi so mich durch die Details ein bisschen die Schärfe anpassen. Wichtiger Tipp, immer aufs Auge scharf stellen. So, die Rauschreduzierung. Oh, nicht ganz so stark, weil das ist nicht gerauscht. So, vom Prinzip her packe ich dann so an und gehe dann jetzt hier 1:1 durch. Gucke dann halt hier Körnung, mag ich zum Beispiel gar nicht bei Bildern. Vignette passt schön, hilft das Auge ein bisschen zu führen. Und im Prinzip klicke ich dann auf Öffnen. Und dann habe ich das Bild, was ich quasi bearbeiten möchte. Das heißt, gehe jetzt noch ran, mache ein bisschen Retusche, mache ein bisschen Reparatur am Hintergrund vielleicht, so hinten dieses Gelb, die vielleicht ein bisschen rausnehmen, etc. etc. Das heißt, ich benutze diese Vorgaben oder diese Vorlagen meistens als Richtungsschild oder Richtungsweiser, wo ich vielleicht gerne hin würde und mache es dann einfach fertig oder pack's an. So. Also in dem Sinne ist es quasi kein fauler Weg. Beziehungsweise ich finde das relativ respektlos, wenn man Leute sagt, was du tust, ist faul, weil du es anders tust, als ich es zum Beispiel tue. Das ist genauso, wenn Leuten erzählen wollen, ey, du stellst deine Kamera auf automatisch, das ist falsch, hier manuell ist, wer nicht manuell fotografiert, ist ein Verlierer und kann nichts. Das ist beides dumm. Also, ja, mit manuell Fotografie kann man viel mehr Einstellung machen. Wenn sich aber jemand mit Automatik wohler fühlt und seine Fotos so gut findet, gibt es niemanden, der da reinreden sollte. Und hier ist es eigentlich genauso. Ich habe auch ganz oft Fotos, wo ich keine Vorgabe, nichts benutze, sondern einfach nur das Foto sehe und weiß ungefähr, was ich will. Aber ich habe halt auch manchmal Fotos, wo ich dann ein Set von Fotos habe, das heißt von einem Shooting so mehrere Fotos, und ich teilweise nicht weiß, wie hätte ich dieses Foto gern. Und mit diesen Vorgaben kann ich quasi jetzt hingehen und kann dann sagen, okay, probieren wir mal Schwarz-Weiß, probieren wir mal dieses Entsättigte, probieren wir mal das, probieren wir mal jenes. Und deswegen habe ich mir auch ganz viele Vorlagen selber gebaut. Ich habe mir auch welche gekauft. Ich habe auch welche mir runtergeladen, weil es die ab und zu mal irgendwo gratis gibt. Aber ich finde es keinen faulen Weg. Ich finde es einfach eine Arbeitserleichterung für mich und
im Endeffekt ist es wirklich nur so ein Schild, was mir zeigt, in die Richtung könnte es gehen. Perfekt ist es damit auf keinen Fall. Also ja, wenn jemand hingeht und sagt, ich nehme das Foto, klicke da zweimal auf diesen Vorgabenknopf und druck's dem Kunden dann aus. So what? Solange es dem Kunden und dem Fotografen gefällt, sind doch alle glücklich. Finde ich jetzt natürlich selber, so, weil jedes Foto immer ein bisschen anders ist, immer anders und aber geben das sein. Deswegen, so benutze ich Vorlagen und Presets und alle möglichen anderen Sachen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das Cheaten findet oder Abkürzungen nehmen oder ob ihr quasi versteht, was ich euch sagen wollte. Und wenn euch interessiert, wie das funktioniert, kann ich euch gerne mal zeigen, wie ihr solche Sachen einstellt und sie zum Beispiel auch auf dem Handy als Vorlage benutzt. Für Leute, die viel Instagram machen. Es gibt so Vorlagen auch für Handy, Photoshop und Lightroom. Vielleicht interessiert euch das ja. Schreibt es mal in die Kommentare, dann gibt es vielleicht auch mal hier was zum Runterladen. Mal gucken. Oder zumindest mehr von diesen Art Fotos zu bearbeiten auf eine schnellere Art, indem man halt eine Richtung einschlägt, die dann fertig bearbeitet. So, das würde sagen, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächsten Sonntag hier, 12 Uhr auf diesem Kanal, Ebenenstil. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss. Nichts für die Kamera zu halten. Monitor, ich habe Monitor. Na. Kabel zu kurz. Ich gehe dann einfach, okay?